Heute Modedroge Haschisch. Wie gefährlich ist Kiffen? Im Schwerpunkt, wo leben die fittesten Europäer? Und alternativ, Bienengift als Medizin. Wem hilft es? Ein Joint geht durch Europa. Cannabis ist die beliebteste illegale Droge in der EU. 45 Millionen Europäer haben schon einmal gekifft. Cannabis ist die Droge Nummer 1. Nach Feierabend, auf Partys, in allen Gesellschaftsschichten. Kiffen tue ich seit meinem 25. Lebensjahr. Ich bin jetzt 42, also ich kiff seit 17 Jahren. Auswirkungen hat, ich fühle mich lockerer. In vielen Fällen wird man irgendwie lustiger, man kann besser über Witze lachen oder über Witze lachen, die gar keine Witze sind. Ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich arbeite, besser nicht rauche, weil ich dann einfach sonst langsamer arbeite und unkonzentrierter und mich leichter ablenken lasse. Europa im Dauerrausch? In den letzten 15 Jahren hat sich die Menge von beschlagnahmten Cannabis vervierfacht. Die sogenannte weiche Droge soll körperlich nicht abhängig machen. Doch Wissenschaftler warnen trotzdem. Also man muss die Wirkung von Cannabis nicht dramatisieren, aber es gibt auch erhebliche Probleme, die damit verbunden sind. Erstens, es gibt einige körperliche Probleme, die vor allem die Lunge betreffen. Wenn Sie Cannabis rauchen, nehmen Sie auch Teer auf, wie bei einer Zigarette unter anderem. Die Hauptprobleme liegen aber auf psychischem Bereich. Es gibt also bei vielen Langzeitkonsumenten psychische Folgeschäden, vor allem Antriebsdefizite, Konzentrationsstörungen. Bei einem kleinen Teil der Konsumenten kommt es auch zu echten psychotischen Störungen. Wie wirkt die Droge? Eine Hanfpflanze in Blüte. Der wissenschaftliche Name? Cannabis. Nur die weibliche Pflanze enthält genügend Wirkstoff für den Rausch. Aus dem Harz wird Haschisch gewonnen, aus den getrockneten Blütenblättern Marihuana. Der Hauptwirkstoff von Cannabis ist THC. Diese psychoaktive Substanz muss an einer bestimmten Stelle der Nervenzelle gebunden werden, damit der Rausch zustande kommt. Dafür gibt es körpereigene Rezeptoren, die als Andockstelle dienen. Aber Cannabis macht nicht nur high, die Pflanze kann auch Kranken helfen. Zum Beispiel Martin Heseler. Er hat MS, eine unheilbare Nervenkrankheit. Seit 4 Jahren nimmt er Cannabis, sein Arzt hat ihn darauf gebracht. Die üblichen Schmerzmittel hatten entweder gar nicht gewirkt oder ihn total außer Gefecht gesetzt. Er konnte sich fast nicht mehr bewegen. Mit Cannabis geht das ohne Probleme. Ich kann aufstehen, ich kann mich umsetzen, ich kann auf Toilette gehen, alles alleine. Das geht also mit den handelsüblichen, sage ich jetzt mal, Medikamenten überhaupt nicht. Sein neues Medikament, Haschkekse. Da kann man ja erstmal so ein bisschen abknabbern und wenn man merkt, es reicht nicht, muss man halt noch ein bisschen mehr abknabbern. Aber im Laufe der Zeit hat man dann schon ein gewisses Gefühl, ob das reicht oder nicht oder ob es zu viel ist oder nicht. Das merkt man dann schon. Weil zu viel ist auch ungesund. Also ich will ja nicht high werden. Cannabis war in der Vergangenheit ein Heilmittel, eine Heilpflanze, wurde verdrängt durch die moderne Arzneimittelentwicklung, durch die Betäubungsmittelgesetze. Wird jetzt wiederentdeckt, auf der einen Seite von Patienten, die Selbstmedikation betreiben, auf der anderen Seite auch von der Wissenschaft, die entdecken, dass tatsächlich Cannabis-Inhaltsstoffe den Appetit anregen, die Übelkeit hemmen, Schlaf fördern, Schmerz hemmen oder Muskeln entspannen, sodass man Cannabis bei verschiedenen Erkrankungen einsetzen kann, zum Beispiel bei Krebs oder bei AIDS, bei Multiple Sklerose oder anderen Rückenmarkserkrankungen. Die vielfältige medizinische Wirkung beruht auf den unterschiedlichen Wirkungsorten im Nervensystem. Cannabis-Rezeptoren gibt es zum Beispiel im limbischen System, dem Gefühlszentrum, im Kleinhirn, zuständig für Bewegung, im Hippocampus, der Gedächtniszentrale, und im Rückenmark, der Schmerzzentrale. Für die meisten ist Kiffen Freizeitspaß. Doch die Zahl der jungen Konsumenten nimmt extrem zu. Besonders Jugendliche reagieren vermehrt mit psychischen Störungen. Markus ist 19 Jahre alt. Er hat 2 Jahre lang täglich gekifft. Zum Schluss 5 Gramm täglich. Die erste Zeit hat man den Rausch sehr stark gespürt und man hat sich sehr gut gefühlt. Stark, selbstbewusst, überlegen. Und später dann mit der Zeit, wo das größere Mengen waren, wurde ich antriebslos und ja, müde. Und im Kopf war man halt, war ich zugedröhnt und ich habe halt alles viel zu einfach gesehen. Ich konnte dem Unterricht halt nicht folgen. Also es hat mich nicht interessiert. Ich war zugedröhnt und
Ich habe das zwar verstanden, aber es hat mich nicht interessiert. Markus war psychisch abhängig. Eine der Kernfolgen von chronischem Cannabiskonsum nennen die Wissenschaftler amotivationales Syndrom. Es beschreibt im Grunde eine veränderte Persönlichkeit, bei der eine Interessenverflachung da ist. Man interessiert sich für weniger, ich sage jetzt mal etwas salopp, der Joint steht im Mittelpunkt, Beruf, Familie, soziales Umfeld wird vernachlässigt. Aber man weiß auch, dass wirklich Konzentration, Gedächtnis, also auch wirkliche psychische Prozesse chronisch beeinträchtigt sind. Cannabis, die Massendroge. Doch Kiffern droht psychische Abhängigkeit. Das gilt besonders für Jugendliche.